Gut, wie geht's euch? Gut. Seid ihr gut vorbereitet? Ja. So, sind wir denn alle bereit? Ja. Das höre ich. Pressekonferenz mit dem großartigen Thomas Müller. Ich bin Herr Linus, ich komme aus Erlangen und ich wollte dich fragen, warum du mit Fußball angefangen hast. Ich weiß es selbst nicht. Also wahrscheinlich haben sie mir einen Ball hingelegt und ich habe dann als Kind einfach angefangen zu spielen. Aber die Mischung aus Bewegung, Geschicklichkeit, Teamgeist, die hat mir, denke ich, schon immer gefallen. Also ja, Emotion, Leidenschaft. Ich bin nicht mehr weggekommen auf jeden Fall vom Fußball. Ich bin der Johannes und komme aus Wasserburg und ich wollte fragen, wie viele Tore du in der E-Jugend geschossen hast, als du zu Bayern gekommen bist. Okay, ja, das ist eine gute Frage. Tore geschossen, also ich glaube in meiner letzten Saison für PEL, da habe ich so zwischen 70 und 100 Tore geschossen. Ja, das waren dann schon viele, da hat man auch eine gute Mannschaft, weil ohne die Mitspieler geht es sowieso nicht. Also selbst der Lionel Messi kann ohne seine anderen Mitspieler keine Titel gewinnen. Und nee, da hatte ich natürlich schon eine super Torquote. Und wir waren aber auch eine gute Mannschaft. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber zwischen 70 und 100 würde ich sagen. Thomas, wie bist du zum FC Bayern gekommen? Ja, das war folgendermaßen. Und zwar, wie vorhin schon gesagt, in der E-Jugend. Natürlich sind da auch die Talentspäher vom FC Bayern unterwegs. Und da ich natürlich in der Zeit natürlich schon viele Tore geschossen habe, sind die auf mich aufmerksam geworden und haben dann mal bei meinen Eltern nachgefragt, ob ich denn mal zu einem Probetraining vorbeischauen will, um mir das mal anzuschauen und dass die natürlich auch mal schauen können, wie ist das, wenn er dann mal andere Übungen machen muss, wenn die Gegenspieler stärker sind. Und dann habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen und haben gesagt, okay, das machen wir, weil der FC Bayern war schon immer mein Verein. Wir waren schon alle in der Familie immer Bayern-Fans. Damals gab es leider noch keinen Kids Club, sonst wäre ich wahrscheinlich auch im Kids Club gewesen. Und dann habe ich hier trainiert und dann hat der Trainer von Bayern gesagt, okay Thomas, das war gut. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass du nächstes Jahr bei uns spielst in der D-Jugend. Und dann habe ich gesagt, ja okay, mach mal. Und seitdem bin ich hier. Ich bin der Hannes aus Mühldorf und ich wollte dich fragen, was deine Lieblingsposition ist. Die Lieblingsposition. Der Trainer hört mit. Ja, wo ist er da, Hansi? meine Lieblingsposition ist schon im offensiven Mittelfeld. Ich bin natürlich auch meine ganze Karriere über schon relativ flexibel im vorderen Bereich. Ja, ich spiele einfach gerne da, wo was los ist, wo viele Ballaktionen sind, wo vor dem gegnerischen Tor, im Strafraum, am liebsten um einen Stürmer rum. Natürlich, aktuell spiele ich rechts, das kann ich auch ganz gut spielen. Aber sagen wir mal, die absolute Lieblingsposition ist in der Mitte, hinterm Stürmer. Aber ja, Hauptsache wir gewinnen und es läuft gut. Und deswegen, also rechts kann ich auch ganz gut spielen. Das ist so die 1B-Position. Ich bin der Tim und komme aus Ehingen und ich wollte dich fragen, ob du als Kind ein Haustier hattest. Nee, ich hatte als Kind ein Stofftier hatte ich, aber kein Haustier, weil meine Eltern haben, wir haben natürlich auch ab und zu mal nachgefragt, ob es denn möglich wäre, vielleicht ein Kaninchen oder eine Katze oder einen Hund zu bekommen, mein Bruder und ich, aber meine Eltern haben dann immer darauf hingewiesen, dass wir die dann natürlich schon füttern müssen und uns darum kümmern. Und dann war bei uns im Haus die Gefahr groß, weil wir natürlich, wir beiden Jungs, mein Bruder und ich, im Kopf eigentlich nur Fußball hatten, dass wir das dann vielleicht die ersten 2-3 Tage ganz spannend finden mit dem Haustier. Und dann irgendwann müssen aber die Eltern dann die Arbeit machen. Und dann haben mein Bruder und ich das dann eingesehen und gesagt, ja, okay, wahrscheinlich habt ihr recht. Bei so viel Fußball, da hat man nicht so viel Zeit dann für ein Haustier. Weil wenn, da muss man sich natürlich schon Zeit nehmen. Hallo Thomas, ich bin der Alexander aus Unterföhring und ich wollte dich fragen, was hast du eigentlich nach deiner aktiven Fußballkarriere vor? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Und ich bin gespannt, was anderes. Ja, da ist jetzt gespannt. Nee, ganz konkrete Pläne gibt es da noch nicht. Ich habe eigentlich die... Erstens bin ich ein Mensch, der nicht allzu weit vorausplant, weil ich aus der Erfahrung heraus festgestellt habe,
Man kann sich Pläne machen, wie man will. Es geht sowieso alles relativ kurzfristig und man ist von vielen Faktoren abhängig, die man da noch gar nicht so im Sinn hat. Außerdem haben wir ja mit dem FC Bayern jetzt gerade noch große Ziele, vor allem jetzt auch in der Rückrunde, wenn es um die Titel geht. Und da will ich meine ganze Konzentration darauf lenken. Und ich sage mal, ich bin jetzt 30, wie wir vorhin festgestellt haben. Man kann spielen, denke ich, so bis 35 ungefähr. Natürlich, manche spielen ein bisschen kürzer, manche spielen auch Claudio Pizarro sogar mit 40, 41 noch. Und ich habe da jetzt noch keinen ganz konkreten Plan, was danach passiert, aber mir wird bestimmt nicht langweilig. Ich habe ja auch viele Projekte jetzt schon nebenher, ob es die Young Wings Stiftung zum Beispiel ist, falls ihr damals da was schon davon gehört habt, oder ich habe ja schon auch 2 Kinderbücher rausgebracht. Also die Arbeit geht nicht aus. Hallo, ich bin die Lisa aus Unterföhring und meine Frage ist, mit welchem Trainer hast du am liebsten trainiert? Ich sag mal so, wir hatten in der Jugend, also sag ich mal, die ersten wirklich taktischen Tipps und so weiter. Ich hatte in der Jugend 2 Jahre einen Trainer, der mich nicht besonders geprägt hat, aber wo ich wirklich die ersten Sachen über Fußball gelernt habe, dass ich auch heute noch brauchen kann. Und das war der Kim Lim. Das war ein ehemaliger Nationalspieler aus Malaysia. Und der hat mir wirklich die ersten wichtigen Sachen beigebracht. Also das war schon ein ganz wichtiger Trainer für mich. Aber danach hatte ich natürlich viele Trainer. Heiko Vogel ist aktuell auch noch bekannt. Stefan Beckenbauer hatte ich, Kurt Niedermeyer, alles gute Trainer. Dann Hermann Gerland, mit dem ich auch heute noch zusammenarbeite. Wahrscheinlich am meisten Spaß, Gaudi, hatte ich auf die Jahre gesehen mit Hermann Gerland, weil der war zu Beginn meiner Spielerkarriere mit ihm dann noch sehr ein verbissener Amateurcoach. Aber in den letzten 10 Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben, haben wir auch uns viele Sprüche hin und her gegenseitig gesagt und viel Spaß gehabt auf dem Platz und auch natürlich viele Erfolge gefeiert. Also da waren schon ein paar besondere dabei. Hallo, ich bin der Simon. Hallo. Ich komme aus Hippolstein und ich wollte dich fragen, wer dein bester Freund beim FC Bayern ist. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich verstehe mich natürlich echt wirklich. Ihr habt es ja bestimmt schon mal irgendwie gelesen, dass ich auch sehr viel mit anderen Mitspielern spreche und Spaß mache und so. Und deswegen. Hast du es ihnen schon erzählt? Deswegen bin ich mit vielen Spielern echt gut in Kontakt. Und ich habe mal gesagt, jetzt mit dem Niklas Süle habe ich auch privat ab und zu mal was gemacht, weil wir beide sehr gerne Golf spielen. Ich sag mal so, den Manuel Neuer, mit dem, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Da ist wirklich eine gute Verbindung da. Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger waren auch zwei wirklich gute Kumpels, auch in der Mannschaft. Aber die haben ja schon aufgehört, jetzt beide mit Fußball. Also ich würde sagen, das sind so die engsten. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich bin der Felix und komme aus Oberwittstadt. Und ich wollte dich fragen, hast du noch andere Hobbys? Ja, Hobbys habe ich einige. Das ist auch ganz wichtig neben dem Fußball, dass man auch mal den Kopf ein bisschen freikriegt und auch mal ein Leben neben dem Arbeitsdruck hat, wo man Spaß hat. Wie ich gerade schon gesagt habe, Golf spielen tue ich sehr gerne. Ich mache auch andere Sportarten schon seit Kindesbeinen an. Habe früher Tennis gespielt, Basketball gespielt, im Winter Skifahren, Eishockey spielen. Also immer, ich brauche immer Bewegung. Haben wir, Lisa und ich, haben 2 Hunde, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen. Also spazieren gehen mit den Hunden macht auch sehr viel Spaß. Ein bisschen Stöckchen werfen. Und dann ist natürlich noch der Reitsport, die Pferde, noch ein interessantes Thema in meinem und in unserem Leben zu Hause bei uns. Also ich bin jetzt zwar nicht oft auf dem Pferd, aber ich schaue den Pferden gern zu und gebe den Pferden immer Karotten und helfe ab und zu beim Putzen. So, das sind so meine Hobbys. Hallo, ich heiße David und meine Frage an dich ist,
Wer war dein Fußballvorbild, als du ein Kind warst? Ich war natürlich Bayern-Fan, wie ich gesagt habe. Das heißt, ich habe eigentlich allen großen Bayern-Spielern so in der Zeit, ich glaube, ich habe Fußball so richtig mitbekommen, so ab 1996, 97, da habe ich dann verstanden, worum es einigermaßen geht. Und ich war immer Fan von Giovanni Elber. Der hat ja immer Spaß gehabt beim Fußballspielen. Der hat manchmal auch gezaubert, Brasilianer, mal ein Fallrückzieher-Tor auch gemacht. Und einmal hat er sich nach einem Tor in so einer FC Bayern-Plane in so einem Teppich eingerollt. Das hat mir super gefallen. Also Giovanni Elber war da zu der Zeit so mein Lieblingsspieler. Paulina? Und ich wollte dir was sagen. Mhm. Was isst du eigentlich am liebsten? Was esse ich am liebsten? Ich esse sehr ausgewogen. Ausgewogen heißt, ich esse ganz viel verschiedene Sachen. Als Kind habe ich auch ein paar Sachen auf dem Speiseplan gehabt, die mir nicht so gut geschmeckt haben, aber mittlerweile gibt es das eigentlich nicht mehr. Ich habe im Laufe der Zeit viele Dinge ausprobiert und das kann ich euch nur den Tipp geben, probiert es alles mal aus. Es gibt viele Dinge, wo man im ersten Moment denkt, oh, das sieht aber nicht so gut aus und dann schmeckt es aber gut. Also ich esse Fisch, Fleisch, Gemüse, Pasta, Kartoffeln. Also ich versuche da wirklich die ganze Bandbreite mitzunehmen, nicht nur, weil es gut schmeckt, sondern natürlich wir Fußballer, wir müssen ja auch ganz viel Energie haben, um gut zu spielen. Und da müssen wir natürlich auch genau drauf schauen, was wir zu uns nehmen, weil das ist so ein bisschen wie beim Auto. Das muss man auch gut tanken, da muss das richtige Benzin rein, damit das Auto dann gut geht und damit der Motor möglichst lange und super funktioniert. Und so ist es bei uns Menschen mit dem Essen auch. Deswegen versuche ich da schon drauf zu achten, eben die richtigen Dinge, viele Vitamine, Mineralstoffe. Schauen, ein bisschen den Zucker auch in Grenzen zu halten. Und ja, das macht mir eigentlich auch Spaß. Also Essen macht mir Spaß, Kochen tue ich auch ab und zu ganz gerne. Mag auch Salat sehr gerne zum Beispiel. Und ab und zu mal auch mal ein Stück Schokolade, aber nur eins. Ich bin der Nikolas, komme aus Dranreuth. Servus. Und meine Frage an dich ist, wolltest du schon immer Profifußballer werden? Es gibt angeblich ein Poesiealbum. Ich weiß nicht, ob irgendwo 1. bis 4. Klasse. Und da habe ich bei einem Freund reingeschrieben, beim Berufswunsch Fußballer. Ich war immer schon fußballverrückt, aber gerade in der Zeit in der Jugend eigentlich, wo ich dann bei Bayern gespielt habe, da war das nie so, dass ich auf den Fußballplatz gegangen bin, um zu trainieren, damit ich Fußballprofi werde, sondern ich bin eigentlich auf den Fußballplatz gegangen, um zu trainieren, damit ich Spaß habe am Spiel, damit ich Spiele gewinne und damit ich mich natürlich verbessere, weil mir das selber dann ein gutes Gefühl gibt, aber ich hatte jetzt nie im Kopf, ich muss Fußballprofi werden. Und wenn ich kein Fußballprofi werde, dann war alles umsonst und sinnlos. Sondern ich habe mir da eigentlich selber nicht so viel Druck gemacht, sondern habe immer versucht, natürlich schon ehrgeizig zu sein, aber nie den Spaß am Spiel zu verlieren. Also ich habe es immer mehr als Leidenschaft gesehen, als jetzt als Beruf. Hallo Thomas, ich bin die Jessica. Hallo. Und ich habe eine Frage. Ich wollte dich fragen, was hätten Sie gemacht, wenn Sie kein Profifußball geworden wären? Das passt sehr gut zur ersten Frage gerade vorhin. Ich habe natürlich neben dem Fußball auch noch einen Schulbetrieb gehabt. Ich war im Gymnasium und meinen Eltern war das auch sehr wichtig und mir auch, dass eben neben dem Fußball, dass es da schon noch was gibt. Weil man weiß eben nicht genau, wieder vor allem, wenn man dann so ein bisschen älter wird, 15, 16, 17 und immer noch beim FC Bayern spielt, dann machen sich natürlich schon viele Spieler die Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann mal mit Fußballspielen auch ihr Geld verdienen können. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die da dazwischen kommen können, ob es Verletzungen sind, ob es die Entwicklung einfach als Jugendlicher ist, dass man sich so ein bisschen die Lust verliert. Und da war es für mich immer ganz wichtig, auch in der Schule gut zu sein, damit man dann auch
auf jeden Fall einen Schulabschluss hat, mit dem man gut was anfangen kann. Und ich hätte dann, ich habe das Gymnasium absolviert, habe mein Abitur geschafft mit einem Notenschnitt von 2,8. Es geht besser, aber es war okay, sage ich mal. Und dann hätte ich mir einen Beruf ausgesucht oder eine Richtung und hätte dann wahrscheinlich studiert und meinen Weg woanders gemacht. Ich bin der Benedikt, ich komme aus Weißensberg und ich möchte wissen, wie viel hast du dich gefühlt, als du Weltmeister geworden bist? Ja, das war natürlich, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann muss ich heute noch lächeln. Es war natürlich ein überragendes Gefühl, wenn man sich das so vorstellt, vielleicht wie einen ganz großen Berg und am Gipfel, da ist der Weltmeisterschaftspokal. Das heißt, das ist das Größte, was man in seiner Fußballerlaufbahn erreichen kann, Weltmeister zu werden. Und wie ich vorhin gesagt habe, natürlich mit meinen Spezies, mit Manuel Neuer, mit Philipp Lahm, mit Bastian Schweinsteiger. Wir hatten eine super Zeit in Brasilien als Mannschaft. Wer sich gut, ihr seid ein bisschen kleiner noch und jünger, aber da gab es auch ein ganz tolles Interview von Per Mertesacker. Das ist lustig, gell? Mit der Eistonne. Also wir hatten da echt eine super Mannschaft und eine tolle Stimmung und das war so ein bisschen die Belohnung für die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben und das Gefühl war überragend. Ich bin der Konstantin, komme aus Lauterbach und ich habe eine Frage an dich. Wo würdest du gerne in den Urlaub hinfahren oder hinfliegen? Ja, also im Winter habe ich schon verschiedene Erfahrungen gemacht, sowohl in Schneegebieten, also zum Skifahren, weil ich komme natürlich aus Bayern und habe natürlich auch früh schon Skifahren gelernt. Das heißt, es macht mir erstens viel Spaß und zweitens kann ich es auch ganz ordentlich. Und das macht schon viel Spaß, aber ich war auch schon ein paar Mal im Winter dann in der Sonne am Strand und das ist oftmals auch nicht verkehrt. Vor allem nach so einer anstrengenden Hinrunde, dann sich so ein bisschen zu entspannen. Das heißt, es ist schwierig. Es ist wie beim Essen. Ich bin eigentlich kein so ein jemand, der sich eine Zutat raussucht und sagt, das ist mein Lieblingsessen, sondern ich bin da sehr flexibel aufgestellt. So am wichtigsten am guten Urlaub ist, dass man die richtigen Leute mitnimmt, sich mit Leuten umgibt, die man mag, mit denen man Spaß hat. Dann kann es auch in eine einfache Berghütte gehen, ohne großen Komfort und es ist ein super Urlaub. Also am wichtigsten sind die Menschen um einen herum. Ich heiße Paul, ich komme aus Probstheierhagen und ich möchte dich fragen, was würdest du machen, wenn dich einen Tag niemand erkennt? Wenn mich einen Tag niemand erkennt? Ja, also ein bisschen bereite ich mich da schon mal drauf vor, weil nach der Karriere kann das dann schon ganz schnell gehen, wenn man nicht mehr jede Woche irgendwo in der Zeitung oder im Fernsehen ist, aufgrund seiner Tätigkeit im Fußball, dass einen dann schon deutlich weniger Leute erkennen. Wahrscheinlich am Anfang würde ich mich umschauen und würde denken, hier ist irgendwas komisch, weil man sich natürlich schon daran gewöhnt hat, wenn man jetzt irgendwo in die Stadt geht oder unterwegs ist, wo viele andere Leute auch unterwegs sind, dann weiß man natürlich schon, vor allem in Deutschland und in München, da ist die Gefahr groß, dass einen jemand erkennt. Es wird ein interessantes Gefühl sein dann. Ich bin gespannt. Vielleicht laufe ich dann zu anderen Leuten hin und sage, bitte wollen Sie mit mir ein Foto machen. Ich habe heute noch keins. Aber erst, wenn er 40 ist. So lange spielt er noch, haben wir gerade gehört. Ist noch ein bisschen hin. Das war eine gute Frage. Es waren bisher nur gute Fragen, aber die war vielleicht, haben wir ja gesagt, überall. Die war besonders. Besonders.